Eden, Red, Blue, Green, Gray. Zusammen ergeben wir die perfekte Mischung. Unbeugsam und unbezwingbar. Unser Job ist es, das zu tun, was getan werden muss. Wir machen Jagd auf den Tod. Und das sind unsere Geschichten. Kapitel 2 Ace. Ich selbst nenne mich Ace. Ace wie Ass. Meine Maskerade der Zurechnungsfähigkeit sitzt tadellos. Ich bin ein genialer Wissenschaftler. Angesehen, geachtet und mit zahlreichen Preisen dekoriert. Ich schmunzle über die Genialität meiner Tarnung. Denn ich bin auch der namenlose Schrecken, der seit Jahrzehnten grassiert. Der Chirurg, so nennt mich die Presse. Sensationslüstern ergötzt sie sich an meinen Taten, die, wie ich selbst finde, an Wahnsinn nicht zu übertreffen sind. Eden und ihr Team kennen meine wahre Identität. Und ich weiß, dass Eden auf der Suche nach mir ist. Eden ist eine meiner Schöpfungen. Eines meiner Werke, um nicht zu sagen, mein Meisterwerk. Wie sehr habe ich die Zeit mit ihr genossen. Noch heute erregt mich der Gedanke ihrer ursprünglichen Reinheit, ihrer Unbezwingbarkeit und ihres Willens. Sie war eine der wenigen, die einzige, die meinen Experimenten dauerhaft standhielt. Wie sehr ich sie auch sezierte, sie erholte sich immer und immer wieder. Mit jedem Mal wurde sie stärker, unbeugsamer. Sie faszinierte mich. Sie faszinierte mich so sehr, dass ich mein Werk an ihr nicht vollenden konnte. Und schließlich gelang ihr die Flucht. Diesbezüglich habe ich sie unterschätzt. Ein unverzeihlicher Fehler. Zu solch einem meinerseitigen Missgeschick wird es nicht noch einmal kommen. Eden hat ihre Flucht sorgfältig und über Jahre geplant. Und genau in dem Moment, in dem ich sie am schwächsten hielt, dem Tode näher als dem Leben, verließ sie mich. Und sie ging nicht allein. Sie nahm mir ein wundervolles Zwillingspärchen, sorgsam durch mich erwählt, Objekte, die meiner Vergnügung dienen sollten. 2 for 1. Nun, dazu kam es zu meinem Bedauern nicht. So wie Eden unerlässlich meiner Spur folgt, beobachte ich sie. Sie ist eine hervorragende Profilerin. So präzise und methodisch wie mein Skalpell. Sie und ihr Team sind kampferprobt und ergeben die perfekte Mischung. Eine Eliteeinheit, unbeugsam und unbezwingbar. Mir bereitet es unermessliches Vergnügen, sie auf ihrer gemeinsamen Jagd zu sehen. Zu sehen, wie sie meine, nun nennen wir sie Mitbewerber, auch wenn meine Stilistik und Präzision unerreichbar ist,
eine nach dem anderen zur Strecke bringen. Sabbernd, vor perverser Erregung, warte ich auf den Tag, an dem Eden mich richten wird. Ich höre mein Lachen, kichernd und glucksend. Es klingt irre. Das irre Lachen eines Wahnsinnigen. Ich labe mich daran. Labe mich an meinem eigenen Wahnsinn. Die Abwesenheit des Todes ist das Leben und jede Hölle hat ihren Himmel. Mein Name ist Eden, Eden Blake, Blake wie Black und Black wie Black Mamba. Ich bin Licht und Schatten, Schatten und Licht, mein Team vertraut mir. Unser Job ist es, das zu tun, was getan werden muss. Wir machen Jagd auf den Tod, menschlichen Abschaum in all seinen Verkleidungen. Ohne Gewissen, ohne Skrupel und ohne Erbarmen, stets gegenwärtig und gefräßig. Wir sind Profis, eine kampferprobte Eliteeinheit. Unsere Narben waren lange Zeit verborgen, aber nicht vergessen. Wir alle verfügen über besondere Fähigkeiten. Meine Gabe ist die des Sehens. Ich sehe in die Vergangenheit und sehe in die Zukunft. Erkenne die Verbindungen in allen Welten. Sehe Dämonen, finde Helden oder wie ich sie nenne, Diamanten. Dann ist da Red. Red ist heiß. Sie ist so heiß wie das Feuer und sehr leidenschaftlich, verführerisch. Red ist Geborgenheit. Red ist aber auch immer ein bisschen Wut, hungrige Wut. Impulsiv und eigenwillig. Blue ist cool, sehr cool und smart. Er sieht verdammt gut aus. Blue ist Vertrauen. Blue ist aber auch Stahl, ehrlicher Stahl, eiskalt und unerbittlich. Green ist unser Brain und ein Nerd. Er ist unser Backup und Safe House. Und dann ist da noch Gray. Gray ist ein Einzelgänger, angriffslustig und unnahbar. Er ist ein Phantom, ein sehr reiches Phantom. Kommt und geht wie der Wind, ein Hauch von Luft. Und dennoch gehört er zu uns. Gray ist unsere Bank. Er finanziert unsere Einsätze. Zusammen ergeben wir die perfekte Mischung. Unbeugsam und unbezwingbar. Die Abwesenheit des Todes ist das Leben und jede Hölle hat ihren Himmel.